Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Hitman 4 Blood Money für die PlayStation 4 mittlerweile. Im letzten Mal haben wir das Spiel begonnen und uns ein bisschen die Tutorial-Mission angeguckt und jetzt gehen wir zum ersten Mal in die erste richtige Mission. Und mal gucken, ob ich hier gut durchkomme oder besser gesagt, wie gut ich hier durchkomme. Denn es gibt ja keine Anleitungen oder irgendwas wie im Tutorial-Level oder in den neueren Hitmans mit den Story-Missionen. Nein, wir müssen das alles selbst schaffen. Ich würde generell sagen, die alten Teile sind doch ein bisschen schwieriger als die neuen. Aber ein bisschen mehr forgiving, würde ich sagen. Wenn man mal irgendwas verkackt. Man tötet alle Zeugen und gut ist. Oder so. Oder zieht sich das gleiche Outfit nochmal an und gut ist. Geht in den neuen nicht mehr. Ich liebe den Soundtrack übrigens. Generell von Teil 2, 3 und 4. Und das Lied sowieso. Ich könnte euch auch den Namen sagen. Ich bin gerade ein bisschen wundert, dass das hier kommt. Rick Henderson. First Edition. Er erwartet Sie. Hier entlang. Rick Henderson. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ganz meinerseits, Mr. Alexander. Warum denn so förmlich? Nennen Sie mich Jack. Rick. Setzen Sie sich doch, Rick. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich bewundere Ihre Arbeit. Wahrer Journalismus. Danke. Ich schlage vor, dass wir mit Ihren Gedanken zum Angriff auf das Weiße Haus anfangen und uns anschließend über Ihre Amtszeit als Direktor des FBI unterhalten. Und Rick... Oder wenn Sie lieber über Politik reden? Rick, es tut mir leid. Dieses Interview ist nur ein Vorwand für eine heikle Geschichte. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unter einem falschen Vorwand hergelockt habe. Aber ich durfte kein Risiko eingehen. Ich verstehe nicht recht. Keine Sorge. Das ist eine Jahrhundertstory. Wissen Sie, wie oft ich das schon gehört habe? Hören Sie, bitte. Alles begann mit einem Zwischenfall in einem chilenischen Weingut, der meine Aufmerksamkeit erregte. Es war der Familienbetrieb von Fernando Delgado und seinem Sohn Manuel. Angesehene, fleißige Männer. Schauen Sie in den Ordner. Hallo 47. Waren Sie schon mal in Chile? Ihre Zielperson heißt Fernando Delgado. Er war Oberst in Pinochets Geheimdienst. Heute betreibt er eine als Weingut getarnte Kokainfabrik. Laut der Satellitenbilder ist es ein unterirdisches Labor. Es muss also Lüftungsschächte geben, die Sie ans Ziel führen. Fernandos Sohn Manuel steckt mit drin. Sie müssen ihn also auch ausschalten. Lassen Sie es wie einen Bandenkrieg aussehen. Wir bringen Sie mit einigen Rentnern aus Santiago rein. Sie nehmen an der Enthüllung von Delgados neuem Weinlabel zu Ehren des ehemaligen B-Movie-Stars Rex Stanton teil. Da mindestens ein Fernsehteam vor Ort sein dürfte, sollten Sie die Kameras im Auge behalten. Delgado hat ein Wasserflugzeug. Das ist Ihr Ticket nach Hause. Ja, es gibt also hier noch diese klassischen Einsatzbesprechungen aus den ersten Teilen, wo ein bisschen gelabert wird und wir uns nebenher hier diese Profile angucken können. Nicht diese großen, umfangreichen, aber sehr cool gemachten James-Bond-like-Videos wie in den neuen Teilen, die ich aber auch sehr mag, muss ich sagen. Ja, und wer jetzt den neuesten Hitman-Teil gespielt hat oder sich Videos dazu angeguckt hat, zum Beispiel mein Let's Play, speziell Part 3, der wird jetzt vielleicht gerade merken, what? Und als ich vor ein paar Tagen, als dieses Blood Money Remaster hier rausgekommen ist, auch gemerkt habe, als ich das Level hier nochmal gespielt habe, what? Ist mir aufgefallen, what? Das ganze Santa Fortuna Level in Kolumbien im neuesten Hitman-Teil ist eine Anspielung hierauf. Weil, vielleicht erinnert ihr euch, dass wir da das Delgado-Kartell und die dreiköpfige Schlange an dessen Spitze erlegen. Mit den Delgados.
und der Frau. Und da dachte ich mir auch so, als ich das hier gemerkt habe, weil ich das nicht mehr im Kopf hatte, dass es in Blood Money schon mal der Gardus gab. Da dachte ich mir, Also ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht sogar noch eine engere Verbindung hat als einfach nur eine Anspielung. Es könnte ja wirklich einfach nur sein, dass wir einfach nur die gleichen Namen als Anspielung genommen haben. Oder diese Charaktere sogar wirklich irgendwie verbunden sind, was ich sehr cool finden würde. Naja, okay. Jedenfalls haben wir $274.000 und die werden wir uns jetzt auch mal kurz anschauen. Denn wir haben ja hier, also wir können ja entscheiden, was wir für Waffen mitnehmen. Aktuell haben wir eben nur die 5, die wir standardmäßig haben. Wir können die allerdings auch, da unten sieht man ein Upgrade, Viereck. Wenn ich da draufklicke, komme ich eben in diesen Shop hier und da können wir unser Geld ausgeben. Wir können entweder die ganzen Waffen, wie gesagt, upgraden, wie ich im letzten Mal gesagt habe, oder verschiedene Ausrüstungen angucken. Wir können allerdings nicht sofort alles kaufen, sondern im Laufe des Spiels schalten wir erst mehrere Stufen des Shops frei, sodass wir dann erst die richtig geilen Sachen kaufen können. Ja, Beispiel. Hier, wie gesagt, gibt es diesen kleinen Gesundheitsschub, der ist doch sehr relevant, zwar auch sehr teuer, aber ja, also generell hier unter den verschiedenen Ausrüstungssachen sollte man eigentlich alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Wie gesagt, das hier ist alles noch nicht verfügbar, aber wir können jetzt gerade uns heilen mit diesem Item. Wir können uns ein Fernglas kaufen, beziehungsweise unser Fernglas verbessern mit einem Zoom und Entfernungsanzeige oder unseren Dietrich um ein Viertel effizienter machen. Das ist alles sehr praktisch, wobei ich sagen muss, das Fernglas benutze ich selten. Den Schlüssel und die Tabletten würde ich allerdings vielleicht doch schon gern kaufen. Auch hier darf ich jetzt nicht den gleichen Fehler machen. Man sieht unten Kreis verwerfen, Viereck okay. Das heißt, letztes Mal habe ich hier in dem Level mir Tabletten und einen Schalldämpfer gekauft und habe dann auf Kreis gedrückt, weil ich zurück in die Übersicht gehen wollte. Ja, habe den ganzen Kauf damit verworfen und dann stand ich im Level ohne Heilung und ohne Schalldämpfer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Hab mich dann einfach durchgeballert. will ich hier nicht machen. Also was ich auf jeden Fall kaufen möchte, hier, wie man sieht, man kann auch andere Munitionsarten kaufen, die leiser ist, geringeren Rückstoß haben. Man kann allerdings nur eine dieser dieser Munitionsarten gleichzeitig ausrüsten. Da gibt es also noch mehr. Wie man sieht, bis zu 13 Upgrades gibt es hier. Können allerdings noch nicht alle ausrüsten. Definitiv wichtig ist der Schalldämpfer. Es ist jetzt ein bisschen ärgerlich hier, dass wir den jetzt kaufen, weil es gibt halt später noch einen besseren Schalldämpfer und dass wir jetzt eben 50.000 dafür raushauen, ist eigentlich fragwürdig. Wir sollten es allerdings trotzdem machen, weil ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, ohne Schalldämpfer dazustehen, ist vielleicht nicht die beste Sache, die man machen kann. So, also ich würde jetzt einfach mal 150.000 ausgeben oder sogar 200.000. Eigentlich würde ich gerne diese Munition kaufen, weil sie leise ist. Aber erstmal ist wichtig, dass wir einen Schalldämpfer kaufen. Das ist ganz wichtig, das werde ich auch hier, dann kann man sich die Waffe nochmal angucken, wie sie jetzt aussieht. Das werde ich auf jeden Fall absegnen, gekauft. Die Tabletten brauchen wir vielleicht auch noch nicht unbedingt, ist allerdings glaube ich auch nicht schlecht, die zu haben. Wenn man dann nochmal abgeballert wird, ist besser, wenn man nicht stirbt. So. Und Dietrich effizienter machen ist sowieso praktisch. Das brauche ich jetzt aber, glaube ich, in dem Level noch nicht unbedingt. Vielleicht würde ich das erstmal auf die Rückbank legen. Oder ich kaufe es einfach. Ich kaufe erstmal nur das. Ein bisschen Geld sparen ist vielleicht auch okay. So, jetzt muss ich natürlich noch Waffen mitnehmen. Die Silberballer nehmen wir mit und das reicht. Mit Standardausrüstung ist eben alles gemeint an Items. Also was man dann hier auch bearbeitet. Also zum Beispiel die Tabletten, das Fernglas, der Dietrich, eine Münze zum Werfen und sowas halt. Das hat man standardmäßig immer mit. Also wirklich immer mit. Das kann man auch nicht ablegen. Also man kann es schon ablegen, aber man kann hier nicht am Anfang wählen, dass man das gar nicht erst mitnimmt. So, let's go. Oh ja, ich erinnere mich sehr gut hieran. Hallo 47. Waren Sie schon mal in Chile? Das kann Ihre machen. Zielperson heißt Fernando Delgado. Er war Oberst in Pinochets Geheimdienst. Stimmt, man konnte hier Informationen kaufen. Brauche ich jetzt allerdings auch erstmal nicht. Ist aber tatsächlich eine ganz coole Sache.
Darf ich hier hinten sein? Ja, oder? Ja. Okay, ich überlege jetzt gerade, wie startet man am besten. Was soll man hier rumliegen? Ein bisschen MP-Munition, Schrotpatronen. Kleines bisschen Nostalgie kommt schon. Also jetzt schon. Ich würde mir aber auch eigentlich, wenn es geht, mal direkt. Oh. Geh ruhig weiter. Eine neue Verkleidung gönnen. Oh, ich könnte ihn hier jetzt natürlich runterstoßen. Das wäre allerdings. Oh, ups. Das wäre allerdings schön blöd, weil dann könnte ich ja sein Outfit nicht mitnehmen, aber das ist ja der Grund, warum ich überhaupt hierher gekommen bin. Schuss. Ach, jetzt bin ich das sehr schön. So, die Schrotflinte nehmen wir auch erstmal mit. Die kann ich allerdings auch später getrost weglegen. Nur wichtig ist erstmal, dass wir dieses Outfit haben, weil dadurch haben wir ein bisschen mehr Zugang zu diversen Orten. Okay, ich sehe gerade, wir hätten auch hier einfach die Leiche verstecken können. Aber ist nicht so schlimm. So, das einzige Problem natürlich an diesem Outfit ist, dass es vielleicht die ein oder andere Wache gibt, die durch unsere Tarnung durchsehen könnte. Der Plan ist natürlich, dass es nicht passiert. So, wir können erstmal kurz ein bisschen auf die Karte gucken, hier ist es. Ja, wir haben ein paar Ausrufezeichen. Da ist die tote Wache. Die Ausrufezeichen sind natürlich irgendwelche Informationen, da besonderer Ort, so wo es irgendwas Tolles gibt. Ein paar Wachen, gar nicht so viele. Den Weinkeller, wo sich unser erstes Ziel auch befindet. Ja, das Wachhaus ist nicht so relevant. Der Hangar ist dann am Ende unser Exit. Und das eine Ziel ist gerade hier rausgekommen. Da ist er auch schon. Und zudem habe ich auch eine kleine Idee. Ich würde den einfach mal genauso erlegen, wie ich ihn beim letzten Mal erlegt habe. Nur dazu würde ich kurz mal die Flinte hier lassen, weil die geht mir ja nur auf den Sack. Oh Gott. Das ist er doch, ne? Oh, ups. Ja. Achso, was mir gerade noch auffällt, zu diesen Standard-Items, also ich hatte ja gerade schon davon gesprochen, dass man eine Standardausrüstung immer dabei hat, gehören übrigens nach dem Tutorial-Level auch noch ein paar andere relevante Sachen, nämlich eine Giftspritze, eine Betäubungsspritze und eine Bombe mit Fernzünder. Und ich habe jetzt gerade mal gespeichert, um was auszuprobieren. Nämlich, ob eine Bombe hier gefunden wird oder nicht. Es sieht mir nämlich erstmal nicht so aus, weil ich habe jetzt gerade vielleicht eine Idee, wie wir das Ziel erledigen könnten. Das Ziel, was hier gerade noch am Tanzen ist, kommt jetzt nämlich gleich runter und chillt dann seine Basis ab. Nur, habe ich vielleicht eine Idee? Nein! Ja, doch. Okay, er geht da jetzt hin. Sehr schön. Weil dann kann er mich mal am Arsch lecken. Ich habe ihn nicht getroffen. Gut. Ich habe das tatsächlich noch nie so gemacht. Also ich habe natürlich Hitman schon das, also auch Hitman Blood Money, schon das ein oder andere Mal in oder mit sehr guten Wertungen abgeschlossen. Allerdings habe ich ein Ziel noch nie auf diese Art und Weise hier erledigt.
Deswegen ist es jetzt gerade neu für mich, aber ich dachte mir jetzt, man könnte das ja eigentlich mal ausprobieren. So viel spricht ja nicht dagegen. Denke ich zumindest. Also werde ich das jetzt einfach nochmal probieren. Stehe ich im Weg? Hier kommen jetzt ein paar mehr Menschen an, als ich mir das so erhofft habe oder vorgestellt habe. Wo ist er? Da ist er. Mann, okay, ja, ich weiß, dass das so nicht funktioniert, aber... Komm schon, geh da hin. Mann. Okay, aber vielleicht geht er auch automatisch dahin. Sieht nämlich gerade ganz danach aus. Aber das müsste doch jetzt wohl in seiner Reichweite sein, oder nicht? Oh, fuck. Das war definitiv in der Reichweite. Die zeigen irgendwo hin? Ja, ja, tschüss. Okay. Ich gehe dann mal. Hier unten müsste sich auch irgendwo, genau, hier so eine Geheimtür befinden. Unter der wir dann in dieses Labor kommen, von dem erzählt wurde. Da könnten wir auch einen Arbeiteranzug anziehen, aber ich glaube, dass ich mit einem Wachanzug aktuell noch besser aufgehoben bin. Ausgesetzt, mich sieht keiner und ich glaube, mich hat gerade einer gesehen. Ist aber nicht so schlimm. Hoffe ich, dass es nicht so schlimm ist. So, wir wollen hier erstmal wieder weg. Weil das mit dem ersten Ziel haben wir erledigt. Der liegt da jetzt halt so rum. Ich könnte ihn jetzt auch noch bestimmt wegziehen, aber da hier alles schon gefunden wurde, will ich mich da nicht weiter einmischen und beginne zum zweiten Ziel. Tschüss, danke. Ja, ich bin immer weg. So, es gibt hier nämlich noch dieses zweite Areal, das hier hinten. Übrigens, die Wache, die ich da ganz am Anfang erledigt habe, um mir das Outfit zu holen, war nicht die beste Wache, die man sich dafür aussuchen kann. Also generell, es gibt glaube ich auch kein wirkliches Bestes oder so. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man hier überall eindringen kann. Man hat es da jetzt gerade gesehen, wir würden hier auch übers Dach reinkommen. Und so weiter. Man kann das Level ja auch logischerweise schaffen. Das ist bei den alten Teilen ja immer noch relativ gut machbar gewesen, ohne überhaupt das Outfit zu wechseln. Es beunruhigt mich allerdings gerade ein kleines bisschen, dass konstant unten noch auf Orange ist. Ich meine, klar, das erste Ziel wurde getötet und gefunden. Dennoch bin ich ein kleines bisschen verunsichert gerade, weil Orange bedeutet eigentlich immer wirklich nicht so gut. Und das könnte jetzt halt gerade auch... Okay, sorry. Das könnte jetzt halt gerade auch bedeuten, dass die wissen, wer ich bin. Also, oder dass irgendjemand davon weiß, wer ich bin. Aber das wäre natürlich kacke. Darf ich gar nicht in dem Haus sein, oder was? Das ist jetzt doof. Okay, ich merke schon. Wir haben jetzt ein kleines Problem, weil ich muss jetzt laden. Und der Spielstand, den ich lade, der war bevor wir das erste Ziel gekillt haben. Ich würde sagen, ich cutte hier mal kurz. Wir sehen uns gleich drüben in dem anderen Haus wieder. Ich wusste nicht, dass ich da als diese Wache hier nicht rein darf. Bis gleich. So, wir sind wieder hier drüben.
probiere das jetzt einfach nochmal, hier durchzugehen. Ich habe gerade gemerkt, eine ganz gute Sache. Okay, er schießt direkt. Okay, aber kein Problem. Ich habe hier gerade eben erst gespeichert, da wo ich der Aufnahme wieder eingestiegen bin. Ja, ich hatte jetzt gerade gemerkt, dass die meisten von den Wachen, die in dem Haus hier sind, rüberrennen, wenn die Explosion stattfindet. Okay, hier stehen zwei Wachen. Mist. Oh, die eine Wache geht weg. Wo geht die hin? Wo geht die hin? Um Gottes Willen. Wo geht sie rein? Irgendwo anders hin. Aber das bedeutet, ich könnte doch theoretisch... Moment, die andere Wache steht gar nicht direkt hier, ne? Ah, ne, die sind so im Nebenraum. Ah, okay, wenn ich das weiß, weiß ich, was ich machen kann. Dann weiß ich, welche Optionen mir offen stehen. Also eigentlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, also da sind ja zwei Wachen, ne? Die eine steht vor diesem Raum. Die andere sind im Nebenraum. Meine erste Möglichkeit wäre jetzt, zu warten, bis mir diese Wache den Rücken zukehrt, sie dann erwürgen und hier reinziehen. Die andere Möglichkeit ist, warten, bis die Wache weg ist, dann in den Raum links gehen und die andere Wache erledigen. Ich glaube, ich probiere jetzt einmal diese Möglichkeit. Oh Gott. Nur ist die Wache ganz schön schnell. Und es könnte ziemlich hart von hinten und losgehen, geht's aber nicht. Um Gottes Willen. Ist irgendwo eine Kiste? Ne, wa? Hatte ich nicht da hinten eine Kiste gesehen? In einem Raum ganz hinten? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja, man, also ich merke schon, auch wenn ich dieses Spiel, wie gesagt, damals, was weiß ich, wie häufig durchgespielt habe, die Erinnerungen sind einfach nicht mehr da. Also es ist wirklich schon so. Wo kommt der denn jetzt her? Dann kommen die jetzt wahrscheinlich von der Explosion gerade alle langsam wieder. Ja, na gut, dann bleibt mir eigentlich nur eine Möglichkeit übrig. Und die ist auch nicht schlimm, also die kann ich gerne machen, nur die ist ein bisschen gefährlich, nämlich... Nämlich den Raum. Oh, die Wache schläft. Das ist gut zu wissen, das wusste ich nicht. Aber doch, ich hatte vorhin irgendwie so ein Schnarchen gehört. Aber na gut. Ja, also dann sage ich schon mal nicht nein. Nehme die SAF mit. Und nehme auch einfach mal die Schrotflinte mit. Weil wir müssen ja die ganzen Waffen auch irgendwie noch freischalten. Das sollte ja niemand mitbekommen hier. Sehr gut, und dann kommen wir hoch. Schaue ich hier nochmal auf die Karte, weil die haben hier logischerweise auch Wachen. Wir müssen ja nur das Ziel erledigen. Theoretisch sollte ich den allen überhaupt nicht auffallen. Wenn ich einfach nur hier dran vorbeilaufe. Sorry. Thank you.
Das ist das Blöde ist jetzt, wie man gerade gemerkt hat, die ganzen Räume hier sind verschlossen. Sorry. So. Dann wäre das jetzt geklärt. Ich werde einmal kurz die Schrotflinte wegwerfen. Hoffentlich vergesse ich dann nicht, dass ich die dabei hatte. Und wir betreten den Schrank. So, hier müssen wir jetzt ein kleines bisschen bewusstes Ziel hin. Und ist das Ziel weg? Ah, und hier wäre ich übrigens auch reingekommen, beziehungsweise raus. Und das hat er da unten jetzt gesehen. Natürlich hat er da unten das jetzt gesehen. Scheiße. Kurzer Cut, wir sehen uns gleich wieder. So. Hier bin ich wieder. Und ich dachte mir jetzt einfach mal, wir killen das Ziel per Unfall. Indem wir es erstmal betäuben. Und dann wegwerfen. Nur seinen Revolver würde ich gerne noch mitnehmen wollen, der hier gerade noch irgendwo lag. Oh nein, noch nicht. Er hatte den noch. Oh Gott, ich glaube, er hatte den in seiner Tasche. Ist nicht so schlimm. Also, man könnte jetzt natürlich denken, okay, er hatte den in seiner Tasche, ja, jetzt ist alles im Arsch, da komme ich ja nie wieder ran. Ist zum Glück nicht ganz die Wahrheit. Sonderlich schön ist diese Tatsache jetzt trotzdem nicht, weil ich muss jetzt ein bisschen Glück haben. Glück haben oder laden. Wir haben auf jeden Fall beide Ziele mit einem Unfall gekillt und es wäre wahrscheinlich schon Rang Silent Assassin, wenn ich nicht am Anfang diese eine Wache da gekillt hätte, was ich leider getan habe. Ah, Moment mal, nee, aufzurufen, fuck. Ich gehe jetzt gerade, na doch, es ist okay. Es kommt natürlich bedrohliche Musik. Weil wir ja jetzt auf dem Weg weg sind. Oh Gott, fährt automatisch runter. Das ist unser Exit. Und es ist tatsächlich auch gar nicht so schwer, das Level hier in nur Anzug zu machen, muss ich einmal sagen. Ich wollte es jetzt nur einfach nicht hinauszögern. Moment mal. Den Weg habe ich gesucht. Weil auf diesem Weg sollte theoretisch jetzt. Okay, dann aber jetzt nicht. Fuck. Da. Genau, hier sollte seine Leiche liegen. Und dann können wir zumindest den Kurzlauf noch mitnehmen. Ja. Weggesteckt und ab zum Exit. Ich habe das jetzt natürlich nicht ideal gemacht. Wie gesagt, das wird auch mit ziemlicher Sicherheit kein Rang Silent Assassin. Aus den zwei Gründen. Einmal, dass ich die erste Wache da gekillt habe. Die hätte ich natürlich auch einfach mit der Betäubungsspritze niederspritzen können. Und Nummer 2, dass ich das alles nicht im Anzug gemacht habe und auch das Level nicht im Anzug verlassen werde. Ich werde wahrscheinlich einen sehr guten Rang bekommen trotzdem.
aber leider keinen Silent Assassin Rang. Was sehr schade ist, aber ist nicht so schlimm. Den Hammer können wir noch mitnehmen aus Spaß. Auch wenn die Nahkampfwaffen ja leider nicht im Hideout ausgestellt werden. Was ist denn jetzt los? Irgendjemand hat mich jetzt noch entdeckt und schießt auf mich. Warum das denn? Keine Ahnung. Tschüss. Kills gesamt 2. Scheiße, dann müsste eigentlich eine 0 stehen. Moment mal, aber wieso 2 Kills? Wen habe ich denn noch gekillt? Achso, Unfälle 2. Nahkampf killt einer, Hirn. Zeugen 2, gefundene Leichen einer. Gefilmt, nein. Aber viel Geld habe ich bekommen, aber trotzdem. Lärm. Ah, Halsabschneider. Scheiße. Aber wirklich fast, also da hat nicht viel gefehlt. Zivilisten bestechen, 50.000. Bestechen von Zivilisten. Einheimische, die sie gesehen oder gehört haben, werden plötzlich vergesslich. Mögliche Zeugen werden zweimal darüber nachdenken, bevor sie auspacken. Senkt ihren Bekanntsein. Das kann ein wenig genau 15 Punkte. Polizei 40, das 100. Ja, ich würde das einfach mal machen. Die 50.000 ist okay, wenn die wechseln. Hauptsache, mein Bekanntheitsgrad steigt nicht. Das ist hier nämlich relativ neu. So. Halsabschneider gesucht. Fernando Delgado getötet. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus. Ja, und auch hier haben wir natürlich wieder so einen Text, den ich jetzt einmal hier so ein bisschen zeigen werde. Und ihr könnt euch das nacheinander durchlesen. So, wie gesagt, sind auch hier total coole Sachen dabei. Zum Beispiel, die örtliche Polizei verhört derzeit 2 Zeugen, die ihr Leben retten konnten. Ne? Waren ja gerade 2 Zeugen. Oder die Behörden sind der Meinung, dass ein Strangulierungswerkzeug für die Mehrzahl der Morde verwendet wurde. Ne? Möglicherweise Klavierseite. Dann hier unten zum Wahlkampf steht hier nochmal was, wo wir ja schon hatten. Und hier unten, diesmal aus anderer Sicht, aus chilenischer Sicht, haben wir nochmal diese Ergebnisse der Wahlen, die ja auch beim letzten Mal schon aufgetreten sind. Ein bisschen Ski, ein bisschen Temperatur, ein bisschen Wetter. Allgemeines Militär waren vor Reisen nach Santa Rosa, das Tor zur Hölle. Generell so ein paar wirklich, wirklich interessante Texte. Finde ich nach wie vor total cool. Eine Stadt trauert. Das Städtchen Santa Rosa trauert um Jorge. Ah, schon wieder ein Jorge. Ich habe doch einen anderen schon erledigt. Also wirklich, in Hitman 2 erledigt man doch auch einen Jorge Delgado, oder nicht? Naja, egal. Und das hier ist eine kleine Anspielung auf das nächste Level. Das sehen wir allerdings erst im nächsten Part. Jetzt dürften wir nochmal ins Hideout kommen oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt zwischen diesen beiden Leveln ins Hideout kommen. Ich glaube nicht, oder? Aber eigentlich müssten wir. Ein paar tote Weinhändler in Chile sollen der Knüller des Jahrhunderts sein? Nicht die Opfer erregten meine Aufmerksamkeit, sondern ihr Mörder. Ich dachte, es war Mr. 47. Dieser geklonte Killer? Kommen Sie, Jack. Der Kerl ist ein Mythos. Sogar die CIA und das FBI sagen, er existiert nicht. Wir sagen viele Dinge, Rick. Das ist unser Job. Delgado war ein sehr erfolgreicher Mann. Und in diesem Teil der Welt sind erfolgreiche Männer sehr auf ihre Sicherheit bedacht. Nur wenige hätten diese Sache allein geschafft. Sie liefen also einem Mythos hinterher? Mythos? Nein. Erregte nur meine Aufmerksamkeit. Und die eines Freundes bei der CIA. Der Zwischenfall in der Oper bestärkte unseren Verdacht. Sehen Sie. Der Zwischenfall in der Oper?
Hallo 47. Es gibt Arbeit in der Pariser Oper. Sie haben zwei Ziele. Den Tenor Alvaro Dalvade und Richard Delahant, den amerikanischen Botschafter im Vatikan. Laut unseres Klienten betreiben die beiden einen Prostitutionsring mit Kindern aus Osteuropa. Die Proben zu Tosca laufen noch. In der Oper dürfte also einiges los sein. Da fallen sie gar nicht auf. Delahant verfolgt die meisten Proben aus seiner Loge. Er hat mehrere bewaffnete Leibwächter. Außerdem gibt's in der Oper einen Sicherheitsdienst. Vielleicht können sie sich unter die Bauarbeiter mischen, die das Theater momentan renovieren. Wir haben in der Garderobe etwas für sie hinterlegt. Im dritten Akt von Tosca wird der Tenor hingerichtet. Das wäre doch eine passende Gelegenheit für Sie. Das ist ein unkomplizierter Auftrag, 47. Allerdings hatte die Agentur in Paris einige Probleme. Seien Sie vorsichtig. Ja, auch hier an das Level erinnere ich mich noch relativ gut, aber wahrscheinlich... hier unten haben wir jetzt übrigens die Waffen, die wir mitgenommen haben, ne? Allerdings wird mich auch da meine Erinnerung wieder ficken. Das sehe ich schon. Kommen. So, hier dürften wir noch nichts Neues überall haben. Wir könnten theoretisch trotzdem schon mal zum Beispiel den Dietrich ein bisschen effizienter machen. Das können wir jetzt mal machen. Oh, jetzt habe ich es verworfen. Und leisere Munition kaufen. Schadet nie. Gut. Damit sind wir in der Pariser Oper. Und... Was war das gerade für ein Sound? Hallo 47. Es gibt Arbeit in der Pariser Oper. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss im Kopfschi.